Mein Kollege Tom Schneider ist vor Ort und hat die Debatte verfolgt. Ja, erste Rednerin heute war die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wie hat sie denn die bundeseinheitliche Notbremse heute im Parlament gerechtfertigt? Sie hat das gemacht, was sie schon seit Monaten tut. Sie hat gewarnt vor der weiter grassierenden Pandemie, vor der dritten Welle, in der wir uns jetzt gerade befinden, vor dramatisch steigenden Infektionszahlen und vor allem auch vor steigenden Belegungszahlen in den Intensivstationen. Sie hat davor gewarnt, dass Bilder drohen könnten, wie wir sie vor einem Jahr in Italien gesehen haben, dass also Menschen auf Intensivstationen nicht mehr behandelt werden können, dass dann auch andere Leiden, andere Fälle, die auf Intensivstationen behandelt werden müssten, hinten anstehen müssten und nicht mehr behandelt werden könnten. Und dazu würden eben nur die entscheidenden Schritte helfen, die diese Notbremse jetzt vorsieht. Jetzt sind ja insbesondere die vorgesehenen Ausgangssperren sehr umstritten. Was ist denn dazu heute gesagt worden? Nun, am klarsten dagegen opponiert hat die AfD und die FDP. Christian Lindner, der Parteivorsitzende der FDP, hat eingewandt, dass diese Ausgangssperren doch überhaupt nicht geeignet seien, überhaupt die Kontakte zwischen Menschen zu reduzieren. Also die Gleichung, dass weniger Leute rausgehen und sich dann weniger begegnen, die hat er bestritten. Im Gegenteil, er meint sogar, wenn Leute dazu verdonnert werden, gar nicht mehr rauszugehen, dann würden umso mehr Kontakte innerhalb von Wohnungen, von Räumen stattfinden. Genauso die AfD. Sie hat sich ganz klar gegen diese Einschränkungen von Freiheitsrechten hier bekannt und hat in Bausch und Bogen das gesamte Gesetz abgelehnt, weil es einfach zu weitreichend sei, weil solche Maßnahmen gegen Corona aus Sicht der AfD auch nicht helfen würden. Die AfD lehnt das Gesetz komplett ab. Hat die AfD denn irgendwelche Alternativen angeboten, was ansonsten sinnvoll wäre statt dieses Gesetzes? Heute nicht wirklich. Heute hat sie vor allem ein schwarzes Bild gezeichnet, was Deutschland droht, wenn diese Maßnahmen eben immer noch weiter umgesetzt werden und was aus Sicht der AfD die Corona-Maßnahmen seit einem Jahr schon angerichtet haben. Also, dass Menschen isoliert sind, dass die Wirtschaft massiv belastet ist, dass Unternehmen kaputt gehen, dass Gaststätten, Restaurantbetriebe nie wieder öffnen werden, dass Schüler vergessen werden und nicht mehr vernünftig ausgebildet werden. An Konzepten dagegen habe ich nicht besonders viel gehört. In früherer Zeit hat die AfD sich oft dafür stark gemacht, vor allem die Risikogruppen zu schützen, also die entsprechend abzuschirmen, die von Corona bedroht sind. Aber man muss sich jetzt natürlich fragen, in einer Zeit, wo die Risikogruppen weitgehend geimpft sind und Corona immer mehr auch jüngere Menschen trifft, wen will die AfD da eigentlich genau isolieren? Also von daher kommen mir die Argumente, die da vorgetragen werden, nicht ganz schlüssig vor. Auch die Linke hat angekündigt, dem Gesetz nicht zustimmen zu wollen. Was kritisiert die Fraktion denn im Kern? Die Linke, Dietmar Bartsch in Person, der Fraktionsvorsitzende, hat der Kanzlerin vor allem Zögerlichkeit vorgeworfen. Die Kanzlerin hat sich ja letzten Endes an der Ministerpräsidentenkonferenz im Laufe der Zeit mehr und mehr die Zähne ausgebissen. Sie war ja immer die, die für stärkere Beschränkungen war, die sie aber gegenüber den Länderchefs nicht durchbekommen hat. Und Dietmar Bartsch argumentierte, dass spätestens nach der Schlappe von Merkel, nach dem geplanten Osterlockdown, den sie ja wieder zurücknehmen musste, er dann sehr entscheidende Signale der Kanzlerin erwartet hätte. Diese habe sie ja auch in Fernsehinterviews damals angekündigt. Und dann seien aber viele, viele Wochen erstmal verstrichen, bevor Merkel wirklich das Zepter in die Hand genommen hat und dieses Gesetz, was hier heute beschlossen oder erstmal auf den Weg gebracht wurde, dann vorangetrieben hat. Heute war die erste Lesung im Bundestag. Das heißt, die Debatte ist noch lange nicht am Ende. Es war der erste Schritt. Wie geht es denn jetzt weiter? Na, das mit der Länge ist im Fall von diesem Gesetz relativ, weil es ja ein Gesetz ist, was auf besonderem Weg hier eingebracht worden ist. Es ist kein Gesetz im klassischen Sinne, was zunächst durch die Anhörungen über Verbände und in den Fraktionen ging und dann erstmal in den Bundestag kommt, sondern sie ist direkt von den Regierungsfraktionen formuliert worden und dann hier direkt in die erste Lesung eingespeist worden. Das erklärt auch, dass hier der Druck im Kessel relativ groß war heute. Es gibt jetzt in diesem beschleunigten Verfahren nur nächste Woche
Woche in einer Ausschusssession die Möglichkeit, dass die Parlamentarier überhaupt noch versuchen, an dem Gesetz zu arbeiten und möglicherweise an der einen oder anderen Stelle noch Änderungen herbeiführen. Und dann soll am kommenden Mittwoch hier schon die sogenannte zweite, dritte Lesung stattfinden, an deren Ende dann der Bundestagsbeschluss steht. Und am Donnerstag voraussichtlich wird sich dann schon der Bundesrat mit dem Gesetz beschäftigen. Und wenn der das durchwinkt, wovon ich im Moment ausgehen würde, dann ist das Infektionsschutzgesetz Ende kommender Woche schon Fakt. Das Gesetz und in gewisser Weise ja auch die Debatte heute, das ist ja eine Antwort auf die gescheiterte Bund-Länder-Runde. Die Opposition fordert zudem seit langem eine Beteiligung des Parlaments an der Debatte. Wie hat sich denn der Bundestag heute als Forum der Debatte präsentiert? Also die Beteiligung hat ganz klar stattgefunden. Sowohl die Regierungsparteien, die Kanzlerin, aber auch eine SPD-Vertreterin haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Zusammenarbeit mit den Fraktionen und auch mit den Stimmen aus den Ländern im Vorfeld dieser Gesetzesformulierung ganz gut war, dass man da also durchaus versucht hat, Stimmen und Rezepte mit aufzunehmen. Gleichzeitig hat man eben auch gesehen, dass die Oppositionsfraktionen das Ganze hier als Ventil genutzt haben, um Druck abzulassen, um ihre Kritik noch mal breit vorzutragen. Also insofern war das Ganze heute hier schon die parlamentarische Beteiligung, die lange gefordert worden ist, auch wenn das Ganze, wie ich erklärt habe, im ziemlich kurzen Prozess erstmal stattfindet. Vielen Dank für diese Information und Einschätzung. Tom Schneider nach Berlin.